Lassen Sie mich durch, ich mache Wissenschaftskommunikation. Wie bin ich zu meiner aktuellen Position gekommen? Letztendlich durch mein Hobby, beziehungsweise durch zwei meiner Hobbys, das Tanzen und die Videografie. Alles fing mit diesem Video hier an, Dancing Drug Delivery. Das war eine Ausschreibung zu einem Wettbewerb namens Forscher Tanzen. Der Name ist Programm. Wissenschaftler wurden dazu aufgerufen, ihre Forschung zu vertanzen. Ich war zu dem Zeitpunkt Doktorandin an der RWTH Aachen und gleichzeitig Hip-Hop-Trainerin an der Uni. Die RWTH hat eine Hip-Hop-Auftrittsgruppe, die Campus Dance Crew. Und zusammen mit diesen wunderschönen Menschen habe ich das Video Dancing Drug Delivery auf die Beine gestellt. Ich bin Chemikerin. In meiner Forschung habe ich mich mit der Herstellung von smarten Polymeren beschäftigt, mit denen man Nano-Carrier bauen kann, die zum Beispiel Krebswirkstoffe verpacken und transportieren können, oder mit denen man dreidimensionale Gerüste bauen kann für Zellen, um daraus künstliche Gewebe zu züchten. Bevor ich mit den Videos anfing, habe ich auch schon ziemlich viel meiner Freizeit damit verbracht, meine Forschung mit möglichst vielen Menschen möglichst unterhaltsam und verständlich zu teilen. Zum Beispiel habe ich bei Falling Wars Lab mitgemacht, das ist ein 3-Minuten-Pitch-Contest, oder bei Science Slams. Aber in die Videoproduktion habe ich mich irgendwann so verliebt, dass ich meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet habe, und zwar The Secret Life of Scientists. Ich hatte es mir zur Vision gemacht, Wissenschaft ein menschlicheres Gesicht zu geben, eine persönlichere Note, mit der sich Menschen und vor allem junge Menschen auch persönlich identifizieren können. Also nicht nur Wissenschaft verständlich erklären, sondern auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Menschen attraktiv machen. Ich sollte nicht sagen attraktiv machen, um zu zeigen, wie cool, lustig und liebenswürdig wir sein können. Nach einem guten halben Jahr oder so wurde ich dann von Funk angefragt, dem jungen Angebot von ARD und ZDF, ob ich nicht Lust hätte, für sie Wissensvideos zu produzieren. Inzwischen ist meine Arbeit sehr abwechslungsreich. Ich arbeite als Autorin, Moderatorin, Produzentin, aber am liebsten arbeite ich tatsächlich mit Publikum, das ich auch sehen kann. Also ich gebe gerne Vorträge oder Workshops. Und genau das verfolge ich jetzt auch intensiver. Ich bin als Dozentin beim NAVIC, also beim Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, tätig. Ja, und so wurde nach und nach aus dem Hobby ein Beruf.